Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blazy Beaks. Wir spielen heute wieder Blazy Beaks mit kleinen Entchen. Auf normal natürlich, aber wir spielen heute nicht das Schnabeltier, obwohl das Schnabeltier super süß ist und alles. Aber wir haben ja in der letzten Folge den Pinguin freigeschalten und deswegen spielen wir den heute. Der Stehball kann nur dann doppelt so viel Leben wie der Schnabeltier. Und hat eine Chance, getötete Gegner zu klonen, wo ich immer noch nicht weiß, was das genau macht, ob das jetzt positiv ist oder nicht. Gar kein Plan, aber machen wir mal. Durch den Austausch von Artefakten für je zwei Risikowerte erhält man einen zusätzlichen Herzverlust. Verstehe ich auch noch nicht so richtig, was die Artefakte machen, aber ihr habt mir zumindest ein bisschen was erklärt. Namentlich der Coda-Wolf und PSI, die haben mir nämlich, wie schießt man da nochmal, ach ja. Erstmal wieder klarkommen, wie das hier geht. Die haben mir in der ersten Folge gleich gesagt, was diese Fakte sind und was sie machen. Und zwar sind diese Artefakte, wenn man sie findet, die geben einen negativen Effekt. Immer, anscheinend. Aber dafür kann man die nach den Leveln, beziehungsweise sobald man im Shop ist. Oh, das explodiert, du kleines Ei. Dankeschön. Sobald man im Shop ist, kann man die austauschen und kriegt dann da tolle Sachen für. So habe ich das jetzt verstanden. Aber solange man sie trägt, solange hat man dann einen negativen Effekt mit sich. Deswegen gab es auch beim Boss so ein komisches Artefakt, das gemacht hat, dass die Gegner mehr von diesem Schleim hier spawnen, der hier auch eben war, der mich halt schadet. Aber ja, das sind halt die Artefakte, die geben einen negativen Effekt und sobald man die dann irgendwann abgibt, bei dem Hund oder was das war, ich weiß schon gar nicht mehr, was das war, ich glaube, das war ein Hund, der tauscht die dann um gegen ganz tolle Sachen oder so, glaube ich. Und das ist umsonst, man muss sie halt nur, man muss damit überleben, solange man sie hat. So habe ich das verstanden. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Aua! Wieso macht die Explosion 2 Schaden? Das ist nicht cool. Da ist ein Leben! Dankeschön! Ja, aber sonst, ich bin gerade... Ich habe heute schon 2 Stunden, ja, tatsächlich 2 Stunden lang, bin ich an einem eigenen Charakter dran gesessen. Am Pixel. Und ich bin jetzt nicht wirklich der Pixel-Heini. Also im Pixel bin ich wirklich eine absolute Niete. Aber ich habe mich trotzdem mal dran versucht und habe jetzt 8 Bilder zumindest fertig. Man muss 46 Einzelbilder machen, um einen eigenen Skin zu machen. Wovon so, keine Ahnung, 16 Bilder oder so. Haben wir einen Schlüssel? Nö. Wovon 16 Bilder eigentlich nur eine Verdoppelung sind von anderen Bildern. Einfach nur mit einer gelben und so einer eklig gelben Umrandung drumherum. Wie viele Leben habe ich noch? 2, okay. Aber ja, 8 Stück habe ich davon jetzt fertig. Fehlt also nur noch 38. Ja, Dizzy kann rechnen, sehr gut. Und dann habe ich meinen eigenen Charakter. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich damit zufrieden bin, wie ich ihn gemacht habe. Vorhin habe ich irgendwie Probleme mit diesem Pixel, so pixelig zu malen. Wenn ich einen Pixel hinsetze, dann malt er immer drumherum auch noch so Pixel, obwohl ich schon alles so eingestellt habe, dass er eigentlich nur einen Pixel malen soll. Dann muss ich immer an einen Pixel öfters... Ist hier der Boss? Ja. So ein neuer Boss. Der ist auch gut. Ach nee, es ist derselbe. Okay, ist der erste Boss immer derselbe. Aber ja, wenn ich... Beim Boss zu reden ist immer voll schwer, weil man sich da konzentrieren muss. Wenn ich einen einzelnen Pixel irgendwo hinmalen möchte, dann... Irgendwie... Geh doch einfach daran, du Doofkopf. Da muss ich öfters an eine Stelle malen, damit dann wirklich dieser eine Pixel voll ausgemalt ist und das ist richtig dumm. Ich weiß immer noch nicht, wie man den richtig gut besiegen kann. Hier, irgendwie habe ich Probleme mit dem. Also, ich weiß, was man bei dem machen muss. Aber ihr seht das ja, diese grünen Dinger nerven immer total. Die schleudert er irgendwo hin. Und dann muss man die erst töten. Und dann muss man da hin, damit man ihn treffen kann. Aber ich glaube, wir machen zumindest mit unserer komischen Kanone hier ein bisschen mehr Schaden. Als mit der Kanone, die der Schnabeltier hatte. Ja, deswegen hatte ich ein paar Anfangsprobleme. Beim Pixeln. Aber ich denke, die nächsten 2-3 Tage, je nachdem wie ich Lust habe, kommt dann auch mein eigener Skin. Ja, und die ersten Bilder, ich habe nur die Idle-Bilder gemacht. Das sind halt so 4 Einzelbilder, wo man nicht wirklich viel verändern muss. Und ja, wie gesagt, 4 waren noch so ein Klon, einfach nur mit einer gelben Umrandung drumherum. Und das habe ich jetzt bisher gemacht. Und ja, da ist halt alles so ein bisschen komisch. Bin mal gespannt, was ihr da davon sagt. Ich werde es auf jeden Fall... dann auch hochladen in den Steam Workshop, dass ihr das auch runterladen könnt. Oder könnt ihr mir sagen, wie schlecht ich gepixelt habe und dann freuen sich alle und dann ist alles toll.
Und wer sich jetzt fragt, was hat denn der Dizzy da gepixelt? Ich hab natürlich meinen kleinen Wolf gepixelt. So, also ich hab's zumindest versucht, sagen wir es so. Na komm, jetzt mach nochmal deine Zunge. Nicht diese nervige Sache hier. Zunge, Zunge, Zunge. Ich lass mich treffen, mir egal. So. Okay, schön. Und anscheinend gibt's beim Boss auch immer noch ein Artefakt, das einen nicht... Also, dass das gut ist, dass es keine negativen Effekte gibt. Hier, diese mit den Totenköpfen drüber. Das sind wahrscheinlich die schlechten Artefakte. Genau. Irgendwie so, glaube ich. Sparkly Boss. Plus 3 Sekunden für die Sichtbarkeit der geheimen Türanzeige. Ich weiß halt immer noch nicht, was das sein soll. Ob es dann irgendwo eine Tür gibt auf der Map, wo man ganz schnell hinlaufen muss. Und so hat man 3 Sekunden mehr Zeit. Wir nehmen es auf jeden Fall mit, weil warum nicht? Das hier macht wieder einfach nur das, dass unsere passive Attacke, die ich eigentlich auch mal einsetzen hätte, tun können. Hui! Ich finde das immer noch so süß. Mein eigener Charakter wird übrigens eine andere Fähigkeit haben, die ich noch gar nicht kenne, aber die heißt irgendwie Nails oder so. Nails passt, glaube ich, mehr zu einem Wolf als dieses Rumgerutsche hier. Aber kenne ich noch nicht, was Nails macht. So, Eisenflügel hatten wir auch letztes Mal. Das macht uns auf jeden Fall stärker. Und finde ich eigentlich ganz gut, statt der Feder. Und noch eine Sichelscheibe. Beim Erhalten von Max-Schaden wird HP auch weggenommen. Beim Erhalten von Max-Schaden. Weiß ich nicht, was das heißt. Dass unser Schaden erhöht wird, oder was? Irgendwie sind die Texte unten sind immer ein bisschen komisch bei den Items. Ich denke einfach mal, dass das bedeutet, dass wenn unser maximaler Schaden erhöht wird, dass uns dann HP weggenommen werden. Ich nehme es einfach mal mit, weil es ein Artefakt ist und wir das ja auch irgendwann abgeben können. Und ihr meintet auch noch, dass... Hier, krasse Attacken. Bau, 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 bau. Vor denen müssen wir ein bisschen aufpassen, vor den Roten. Die haben uns ja letztes Mal gekillt. Und ab jetzt wird dieses Spiel auch anstrengender. Weil jetzt kommen böse Gegner. Also ab nach dem ersten Boss wird das wirklich ein bisschen anstrengender. Gibt noch irgendwas da oben? Über den Münzen, die wir haben, da steht, wie doll wir artefaktiert sind. Kann man das so sagen? Hier, guck mal, ein unsichtbarer Schlüssel für die unsichtbare Tür. Keine verschlossenen oder geheimen Türen. Ab nächsten Level. Okay, ach, shit. Genau, und das steigt immer mehr, dieses Artefakten-Level da. Und je höher das ist, umso schlechter ist es anscheinend. Umso schlechter geht das ein. Das sind also nicht unsere Level, sondern das ist das Artefakten-Level mehr oder weniger. Minus 1 HP jedes Mal, wenn du das nächste Level betrittst. Es sei denn, du hast nur noch 1 HP übrig. Ach du Scheiße. Das finde ich fies, weil ich weiß auch nicht, wann der nächste Shop kommt, deswegen lasse ich das erstmal hier. Aber ich finde, das ist dann ein cooler Kniff bei diesem Spiel. Dass man sich halt überlegen muss, welche Artefakte nehme ich mit, um später vielleicht besser zu werden. Also welches Risiko gehe ich ein und vor allem wie viel Risiko gehe ich ein, in denen ich halt mehr oder weniger Artefakte mitnehme. Und welche negativen Effekte ich mitnehme und so. Um dann natürlich später auch irgendwie stärker zu werden. Ich weiß halt noch überhaupt nicht, was man so bekommen kann bei diesen Typen im Shop. Also es kommt dann auch drauf an, ob das sich überhaupt lohnt, Artefakte mitzunehmen. Aber ich denke mal schon, weil sonst wäre das ja witzlos. Ob man da dann irgendwie coole Waffe bekommen wird oder so? Gar kein Plan. Alter, der hat sich einfach aufgeteilt. Was ist mit ihm kaputt? In ihm drin war einfach noch so ein Viech. Okay, ja. Und so, das ist das Spiel, soweit ich das verstanden habe. Da haben wir auch den Job. Ach, das ist nur so ein fette Rabe. Hier, nimm meine komischen Artefakte und gib mir tolle Sachen dafür. So, jetzt kriegen wir hier zum Beispiel geschickte Flügel. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit und die Feuerrate. Und das ist, glaube ich, auch für immer so. Ja, jetzt können wir schneller schießen. Und schneller nachladen. Plus 2 Max HP, plus 2 HP. Ja, okay, das lohnt sich ja so auf jeden Fall. Dann hätten wir eigentlich auch das Ding mitnehmen können, das uns in jedem Level ein Leben abzieht. Ja, und der Shop, der ist einfach nur dafür da, da kann man sich immer Sachen kaufen. Die Artefakte sind, wie gesagt, umsonst, man muss nur bis hierher kommen. Aber wann genau der Shop kommt, das habe ich noch nicht so wirklich raus. Ein winziges Lasergewehr, Kugeln, Einschaden, bla 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 bla. Will ich davon irgendwas haben? Guck mal. Ein Dieb. Ein Dieb ist da hinten. Das ist perfekt für den Pingu anscheinend. Erfrierung, Kugel 3, Schaden 1, Distanz 100, Geschwindigkeit 6. Was haben wir hier noch? Ein Fisch. Nee, Piranha. Piranha? Okay, wollen wir den mal mitnehmen? Ist halt die Frage, wie schnell der angreift. Kann ich nicht irgendwie nachgucken, wie viel... Oh, kann man hier irgendwas nachgucken? Ah, guck mal, hier können wir unsere Sachen angucken und auch die Artefakte, die wir dabei haben und was die machen. So, so, aber kann man nicht noch irgendwo gucken, was für eine Waffe wir gerade haben? Das finde ich ein bisschen schade. Das hätten die vielleicht einbauen sollen, damit man weiß, was die... was unsere Schneeballkanone gerade so macht. Ob sich das dann überhaupt lohnt, den Piranha mitzunehmen. Ich nehme ihn mal mit, einfach weil er 11 Münzen kostet und wir genau 11 Münzen haben, Leute. Passt schon. Na, Kumpel. Wie geht's so? Hier, du lebst hier schön, ne? Ja, ja, hier. Ich habe einen Piranha, der nichts macht, weil er nicht angreifen kann. Nein, wieso kann er nicht angreifen?
Ich hoffe, man kann einfach nur hier drinnen nicht angreifen, weil sonst bin ich jetzt am Arsch. Wenn es jetzt so eine Nahkampfwaffe oder so ist, dann... Ach lol, man wirft sein Piranha-Ding. Wir haben mehrere Piranhas und die sind dann hier überall. Ach lol. Wie witzig ist das denn? Okay, jetzt kommen hier natürlich auch mehr Gegner, die ich so gar nicht kenne. Okay, das macht aber Sinn mit den Piranhas. Dass sie noch so ein bisschen leben. Und die wollen dann natürlich Sachen auffressen. Das finde ich ja mega süß. Naja, nicht süß, aber witzig auf jeden Fall. Die Piranhas sind jetzt nicht wirklich süß, nein. Ach, das ist eine schöne Waffe. Oh shit. Ich bin rausgezoomt. Hilfe! Ich kann nicht mehr rein. Geht, lass mich in das Spiel rein. Oh, ich habe kein Leben verloren. Nicer, nicer. Ich habe irgendwie das Problem, dass ab und zu einfach mein Google Chrome aufgeht. Ich weiß nicht warum. Da ist ein Geist. Was, der Geist ist. Wieso war der Geist für mich da? Hä, wieso hat der Geist für mich angegriffen? Ich verstehe gar nichts, Leute. Was passiert hier? Oh, wir haben Piranhas. Und zwei Artefakte. Magma. Erhöht den Explosionsbereich um 50%. Why not? Was haben wir hier noch? Splitter. Krähe akzeptiert keine Artefakte von irgendjemandem bis zum nächsten Bereich. Was heißt denn bis zum nächsten Bereich? Sind wir jetzt schon im zweiten Bereich? Und in diesem Bereich nimmt er die dann nicht mehr an, oder was? Nehme ich, glaube ich, nicht mit. Warum steht da 1,6? Ah, das bringt uns 1,6 Level höher wahrscheinlich. Okay. So langsam verstehe ich das Spiel vielleicht ein bisschen. Ich habe es seit letztem Mal übrigens nicht weitergespielt. Also, ich kenne die Gegner hier tatsächlich alle nicht. Hier sind so komische Aliens. Die erinnern mich ein bisschen an die Aliens aus... Na, wie heißt es? Space Invaders? Nein, das ist falsch. Hm. Diese Alien-Filme mit diesen grünen Aliens, wo man das Gehirn sieht und die sterben, wenn sie Oma-Musik hören. Also so Uldi-Musik. Wie heißt denn der nochmal? Das war einer meiner Lieblingsfilme als Kind. Das war vor allem noch mein erster Film, den ich auf DVD gekauft habe. Weiß ich gerade nicht. Irgendwas mit Space. Teleportiert dich jedes Mal zur Luke, wenn du Schaden bekommst. Okay. Ist doch gar nicht so schlecht. Finde ich eigentlich ganz geil. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Haben wir auch einen Schlüssel? Nee, wir haben keinen Schlüssel. Was passiert? Wah! Okay. Okay, man darf nicht auf diese komischen Dinger darauf. Kann man die denn vernichten? Nee. Hab ich gerade richtig erschrocken. Das ist explodiert. Ich habe Schaden bekommen und wurde dann natürlich sofort hier wieder hin teleportet. Richtig erschrocken. Okay, da kommen wir einfach nicht rein. Die Dinger hier machen Schaden. Voll Jumpscare hier. Ohne Witz, voll das Horrorspiel. Oh, wir haben ja auch noch unsere coole Fähigkeit. Ach du Kacke. Au, oh, der hat 3 Damage gemacht. Okay, also Explosionen sind sehr, sehr böse. Die machen anscheinend sehr viel Damage. Und irgendwie sehe ich auch nicht mehr so viel, wenn ich hier überall meine Piranhas rumspamme. Haben die Friendly Fire, Leute? Ich glaube schon, oder? Also wenn da jemand explodiert, dann kriegen wahrscheinlich auch alle drumrum Schaden. Wir können zum Boss gehen, aber wir haben nur 2 Leben, Leute. Ich finde das richtig komisch, dass man sich einfach aussuchen kann, ob man zum Boss will oder nicht. Da ich nur 2 Leben habe, möchte ich erstmal nicht zum Boss. Ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen besser. Aber kommt man dann überhaupt voran? Kann man einfach die ganze Zeit nicht zum Boss gehen? Ich frage mich halt auch, ob es auf ein Ende gibt. Also ob es einen Endboss gibt oder sowas. Weiß ich alles noch nicht, Leute. Ich habe ja noch nicht mal einen zweiten Boss in diesem Spiel bisher gesehen. Weiß auch nicht, wie viele Waffen es gibt und einfach gar nichts hier. Wir haben aber nur noch ein Leben. Das ist ein bisschen kacke. Vor allem, wir müssen auch darauf achten, ob hier irgendwo komische Sachen explodieren. Oder irgendwo dieses grüne Scheißzeug auf dem Boden ist. Weil das macht ja alles Damage. So. Nein, jetzt steht er genau vor dem Ding da. Aber was soll das denn? Ja, Leute, dann habe ich jetzt verloren. Ich komme da nicht vorbei. Oder kann ich da irgendwie... Ich muss schnell in die Tür rein. Oh, Digga. Geh da weg. Oh, Mann. Der macht Schaden, wenn ich irgendwann rübergehe. Oder erst nach einer Weile. Nee, ich glaube sofort. Oh, ich konnte A drücken. Oh, wie nice. Okay. Aber der war ja richtig assig da platziert. Das Ding ist auch super assig. Ich habe Angst vor allem. Alles töten, schnell, alles spam hier. Oh Gott, alles schießt auf mich. Ah, überall sind hier komische Sachen. Okay, okay, wir sind safe, wir sind safe. Wir sind super safe. Leute, wir sind super safe. Wir müssen nur noch da oben hinschießen und dann sind wir super safe. Hier stirbt, du komisches Spuck, etwas, du komisches Pin-Dings. 2 von denen auch noch. Ein Leben. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses Leben. Dankeschön. So, wir können wieder zum Boss gehen, aber wir haben wieder nur 2 Leben. Das wird doch nichts, Leute. Okay, wir gehen zum Boss. Weil ich glaube, nach einem Boss kommt man immer... Okay. Ich glaube, nach einem Boss kommt man immer...
Oh Gott. Der ist ein bisschen wie Monstro, gell? Nach dem Boss kommt man immer zum Shop, glaube ich. Okay, aber der scheint einfacher zu sein als der erste. Also bei dem gibt es keinen Kniff, sondern man muss wirklich immer nur ausweichen und halt raufballern. Was das Zeug hält, Leute. Einfach raufballern. Das war wahrscheinlich super dumm eingesetzt, weil ich ihn gerade gar nicht angreifen kann. Ja. Das war super dumm eingesetzt und er macht wahrscheinlich auch 2 Damage, wenn er trifft. Das heißt, wir sind auf jeden Fall tot, wenn er uns trifft. Oh, man. Er macht auch so diese blöden Fähigkeiten da. Ah, nein, ich bin einfach reingelaufen. Bogey, why? Bogey, Bogey, please. Why have you done this, Bogey? Bogey, why? Eigentlich war der gar nicht so schwer. Oh. Okay, komm, wir machen nochmal. Pinguin! Oh Mann, gleich schon wieder ein Damage bekommen hier. Aber ich mag diese Schneeballkanone eigentlich mehr als die Waffe, die wir eben hatten. Weil diese komische Piranha-Waffe, die wir gerade hatten, die trägt schon so ein bisschen dazu bei, dass man den Überblick verliert, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Na komm, wir gehen jetzt einfach immer ganz schnell zu den Bossen und hoffen, dass wir dann relativ weit kommen. Aber der zweite Boss, der hatte wirklich keinen Clou, so wie ich das jetzt gesehen habe. Einfach ausweichen, angreifen. Dann ist man gut dabei. Hat der gerade meinen Schlüssel kaputt gemacht? Nee, der ist immer noch da. Über Feuer darf ich rübergehen, oder? Feuer tut mir, glaube ich, nicht weh. Das ist nur... Oder? Probieren wir es mal aus? Ja. Das ist nur zur Zierde, dass da was explodiert ist. Das ist schön. Vielleicht sollten wir auch häufiger mal unsere... Wieso ist der einfach schon instant gestorben? Unsere Fähigkeit hier einsetzen, um Sachen auszuweichen. Ich frage mich auch, ob man damit vielleicht durch... Nee, kann man nicht. Okay. Ich wollte einmal gucken, ob man dadurch, damit vielleicht durch die Schüsse von den Gegnern durch kann. Aber kann man anscheinend nicht. Also mit dieser komischen Wobbelfähigkeit hier. Ui. So, aber den Shop. Wir haben zwar noch keine Artefakte, aber YOLO. Hier ist nicht mal ein Shop. Ach, das sind die Geheimräume. Und die sind anscheinend nicht ewig da, oder was? Sonst kann ich mir das nicht erklären, warum da ab und zu steht, dass man... dass der 3 Sekunden länger da bleibt. Leute, könnt ihr mir das erklären mit den Geheimräumen? Ist das hier ein Geheimraum? Ich weiß es nicht, Leute. Aber da war ein Artefakt. Nehmen wir mit, nehmen wir alles mit. Das Lava-Ding war ja, glaube ich, nicht so schlecht. Das war auch in der letzten Folge richtig behindert. Da hatte ich ja auch so ein Artefakt bekommen, das mir mehr Leben gibt. Plus 2 Leben. Und da habe ich mir dann schon gedacht, yo, plus 2 Leben nehme ich auf jeden Fall mit. Aber es hat mir auch ein Leben abgezogen und deswegen war ich dann sofort tot. Da musste ich auf jeden Fall sehr kichern, als ich das nochmal gesehen habe, als ich das Video geschnitten hatte. Da habe ich mir dann Facepalm gegeben und musste aber ein laut lachen. So rum. Was haben wir hier? Das Auge des Feindes. Minus 40% Waffenreichweite. Ja, komm, gib her. Ich nehme alles mit hier. YOLO. YOLO Dizzy Cholo oder so, sag ich immer. Oh Gott. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich stecke jetzt auch viel zu viel Zeit in diesen Skin rein und spiele dieses Spiel wahrscheinlich gar nicht so lange. Egal, Leute. Ich hab die Hoffnung, dass man das vielleicht auch für Isaac benutzen kann. Damals hatte ich auch einen Isaac-Skin gemacht. Und der war auch eher schlecht als recht. Für Azazel hatte ich ihn damals gemacht, weil ich ja damals noch als Maskottchen so ein mehr oder weniger ohne Zahn hatte. Hier, nimm alles. Und der ist mir ja schon so mittelgut gelungen. Aber wer dich lehrt, der wird nicht besser. Verdoppelt die Menge an Münzen, die du derzeit hast, oder gib dir 10, wenn du keine hattest. Verdoppelt die... Ja, okay. 34 Münzen, why not? Geräuschte Münze. Plus 5 Münzen. Nein! Das hätte ich für als erstes einsammeln sollen. Plus 5 Münzen und erhöht die Chance, mehr Münzen zu plündern. Nett. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit, hatten wir ja auch schon mal. Ich habe das Gefühl, dass es hier gar nicht so viele Waffen und so gibt. Kleine Kristalldings finde ich nicht so geil. Eine Zufallswaffe können wir eigentlich mal mitnehmen. Kleiner lila Blaster. Ich finde unsere Waffe eigentlich ganz cool. Ich behalte die Waffe, Leute. Alles unter 15 Münzen nehme ich nicht mit. Nee, nee, nee. Muss schon eine tolle Waffe hier rauskommen, damit ich die kaufe. Das ist halt auch am Anfang immer so ein bisschen... Au. Bisschen komisch, Leute. Erstmal raffen, was die Waffen überhaupt alle machen und womit man überhaupt spielen will, etc. Oh Mann. Das ist auch irgendwie das Schöne bei solchen Spielen. Dass man erstmal ein bisschen... Da ist auch so ein Kopf. Nee, das ist einfach nur ein Artefakt. Dass man erstmal alles raffen muss. Synergien würde ich noch toll finden. Also zum Beispiel noch eine andere Synergie vielleicht mit dieser passiven Attacke oder so. Du stirbst sofort, indem du jeden Feind berührst. Indem du jeden Feind berührst. Die Bezeichnungen sind immer noch kacke. Nehme ich nicht mit. Also wir sterben wahrscheinlich, wenn wir einen Feind berühren. Okay. Finde ich zu krass, als dass ich es mitnehmen würde.
Obwohl man natürlich so häufig gar keine Feinde berührt, sondern meistens nur Schaden bekommt, weil die einen ja, halt angreifen mit ihrer Fernkampfattacke. Au! Oh, gut, dass ich das Herz gerade eingesammelt habe. Hilfe! Sonst wäre ich jetzt tot. Was haben wir hier? Verdoppelt die Cooldown-Zeit für deine aktive Fähigkeit. Das ist okay, die nutze ich sowieso nie. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit für Feinde. Ja, okay. Ist jetzt echt böse eigentlich. Oh ja, ja, die sind auf jeden Fall schneller. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht noch ein Leben verlieren. Dann sind wir wieder tot. So. Nein, da war der Boss. Wir hätten locker zum ersten Boss gehen können. Aber der erste Boss ist doch eigentlich gar nicht so schwer. Und da kann man eigentlich immer sehr gut Leben farmen. Finde ich. Also der, der Sport auf jeden Fall recht häufig Leben. Oh mein Gott, der schießt auf mich. Please stop. Das ist ein Leben. Das brauchen wir. Das brauchen wir richtig schnell. Ja. Oh, ist noch ein Leben. Wir kriegen ja richtig viele Leben geschenkt. Jetzt können wir auf jeden Fall zum Boss gehen, Leute. Easy. Das kann man übrigens auch einstellen, also bei der Charaktererstellung, wen das interessiert, da kann man nicht nur die Sprites einstellen von dem Charakter, sondern auch mit welcher Fähigkeit er startet, mit welcher Waffe er startet. Wenn wir ja nicht eingesammelte Münzen verlieren, alle gesammelten Münzen. What? Klingt mir zu krass, weil ich auch gerade so viel Geld habe. Was kann man noch sagen? Man kann noch die Münz-Drop-Chance angeben und so. Das finde ich auch sehr, sehr cool, dass das geht. Da haben wir aber viel Schaden gemacht. Und auch wie viel Grundschaden der Charakter macht und was war denn da noch so drin? Wie oft Artefakte spawnen und wie schnell man nachlädt und all sowas. Also man kann wirklich alles Mögliche einstellen bei dem Charakter. Da weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich für kleinen Dizzy dann da einstellen soll. Wenn ihr da Ideen habt, dann könnt ihr das gerne sagen, also auf was der dann gehen soll. Ich habe halt bisher nur, dass er im Fernkampf nicht so gut ist, weil ich möchte den irgendwie so ein bisschen, dass er seine Klingen einsetzen soll, oder seine Krallen halt, weil er halt ein Wolf ist. Deswegen möchte ich eigentlich, dass er ein kleiner Nahkämpfer wird und halt seine Fähigkeit sehr oft benutzen soll. Ich weiß nicht, was diese Fähigkeit macht, die er da hat, mit diesen Krallen oder wie das heißt. Irgendwie so hieß das aber, glaube ich, Krallen oder so. Aber hat sich ganz gut angehört. Gummistiefel, Immunität für Säure. Oh, sehr schön. Fähigkeit, Feinde vor dir wegzuschieben. Okay. Nee, will ich nicht. Oder? Will ich? Nee, ich glaube, ich will weiter rutschen, obwohl ich es nie benutze, Leute. Es wird keine Waffe im Shop zu kaufen geben. Oh, no. Aber ich mag meine Waffe sowieso. Passt schon, Leute. Und das ist jetzt wahrscheinlich ein... Nee, ist kein Shop. Ich dachte, weil... Was ist da? Geist! 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 Hilfe, Geist! Ah, okay, jetzt weiß ich auch, wo die Geister rauskommen. Die kommen einfach aus diesen... aus den Gräbern da raus. Ich dachte gerade, hier wäre vielleicht der Shop, weil über der Tür, da war so ein grüner Punkt. So ein Smaragd oder so. Hätte ja sein können, dass das vielleicht ein Shop sein könnte. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen auf die Türen achten, ob die vielleicht irgendeinen Hinweis darauf geben, was da drin sein kann. Und bisher waren wir eigentlich immer nur auf dem Friedhof, oder? Also wenn man sich das so anguckt und auch von der Musik und so, das erinnert alles sehr an Friedhof. Bin gespannt, ob es noch andere Gebiete gibt, auch in der Kampagne. Hallo. Kannst mir gar nichts, ich kann nämlich auf Säure stehen. Aha. Bababam, noch ein Schlüssel. Krass, ihr verwöhnt mich ja richtig. So viele Schlüssel hatte ich noch nie. Das wird der beste One aller Zeiten. Und wir können ja über Säure laufen. Ja, guck mal, ich bin ein Pinguin, der über Säure laufen kann. Ich bin ein Pinguin, der über Säure laufen kann. Was willst du tun? Ich kann über Säure laufen. Ich habe immer noch nicht so ganz raus, warum man sich ab und zu mal rumsliden sollte. Wäre das so wie bei Enter the Dungeon, dass man durch diese Slide-Fähigkeit auch durch die Schüsse von den Gegnern durchgehen könnte. Dann okay, dann würde ich das verstehen. Aber so wie es jetzt gerade ist, ist das doch super unnötig, oder? Oder ist man dadurch vielleicht ein bisschen schneller? Vielleicht zum Ausweichen so ein bisschen. Man sieht, oh nein, ich kann nicht per Laufen ausweichen. Ich muss meine Fähigkeit einsetzen. Hier, pass auf. Der greift an. Oh nein, ausgewichen. Haha. Okay, ja, doch, dann verstehe ich das vielleicht doch. Wir haben so viele Schlüssel, wir gehen auf jeden Fall in den Shop rein. Ist das hier ein Shop jetzt oder... Nee, das ist wieder so ein Geheimraum, ne? What is this? Hallo, was machst du? Kann man da Geld... Jetzt ist die Frage, tut man da Geld rein und es kommt Leben raus oder tut man da Leben rein? Okay, man tut Leben rein und es kommt... nix raus. Geil, gefällt mir richtig gut, diese Maschine.
Cool. Ich will ehrlich gesagt nicht noch ein Leben reintun, weil es gibt Gegner, die ein zwei Leben abziehen und dann wäre ich halt sofort tot und da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen lassen wir das mal lieber. Papau, papau, papau. I don't know. Die sehen mir auch ein bisschen so aus wie diese Säure-Leute aus dem Mittelalter bei der Pest. Die haben so eine... Ah! Immer diese Jumpscares. Hilfe! Oh nö, ich muss hier schnell weg. Ah, diese Pestleute aus dem Mittelalter bei der Pest, so sehen die aus. Hier, ich habe glaube ich ein paar Dinger. Ja, sogar drei. Drei Artefakte für dich. Ein roter Saft. Befüllt deine HP und wenn du bereits HP hast, wird ein HP hinzugefügt. Cool, also ein HP mehr. Zieht passive Herzen und Münzen zu dir. Auch ganz nett, aber nicht so toll. Plus zwei Max-HP. Cool. Der Shop-Typi ist leider weg. Okay, nice. Ich frage mich auch, ob man noch andere NPCs irgendwie mit der Zeit freischaltet. Das wäre auch noch ganz cool, dass noch mehr Leute irgendwie im Shop rumgammeln oder so. Das fände ich, wirklich mega gut. Okay, warum gehe ich in die Ecke, wo einfach die meisten Gegner sind? Bin ich irgendwie ein bisschen retarded? Also ein bisschen ja. Bin ich vielleicht ein bisschen mehr retarded als sonst? Bin mir da nicht so sicher. Das ist auch mein Problem bei Nuclear Throne tatsächlich. Ich gehe einfach immer in eine Ecke, wo dann alle Gegner sind und dann frage ich mich, warum ich immer sterbe. Kann 5 Sekunden lang nicht schießen, nachdem du Schaden genommen hast. Oh, das ist sehr böse. 5 Sekunden ist zwar eine richtig lange Zeit, aber nehmen wir mal mit, YOLO. Aber was haben wir hier? Ist unser letzter Schlüssel leider. Aber wenn sich das lohnt... Ach du Kacke. Okay, hier kommen natürlich richtig viele Gegner jetzt raus. Aber halt nur so kleine Gegner. Das Blöde ist, sobald wir hier einmal getroffen werden, dann können wir wirklich Ewigkeiten nicht schießen und dann sind wir hier mega eingesperrt. Das heißt, hier ist es jetzt umso wichtiger, dass wir nicht getroffen werden. Ach guck mal, da hat man jetzt auch kurz den Magneten gesehen. Wie der die Münze angezogen hat. Guck, wir müssen nur hier stehen und es wird schon eingesammelt. Geil. Richtig unnötig. Weil er zieht es von da nicht mal an. Wenn wir... okay, da hat man es ja schon fast eingesammelt. Okay, der Magnet, den nehmen wir auf jeden Fall nicht mit. Also wenn man den irgendwann mal kaufen kann oder sowas, dann werden wir ihn nicht mitnehmen. Oh, das mit den Herzen ist natürlich geil. Wenn man gerade so im Kampf ist und der dann die Herzen anzieht, dann ist das vielleicht doch ganz gut. So, schön. Dieser Part, also der zweite One, läuft auf jeden Fall sehr viel besser als der erste. Okay, ja, wir waren noch nicht beim zweiten Boss. Also sind wir eigentlich noch hinter dem ersten One, aber egal. Los, komm her. Pin. Komm raus. Ich habe übrigens auch nochmal in den Workshop geguckt. Habe mir nochmal zwei neue Skins darunter gelernt. Bisher habe ich die auch alle nicht gespielt. Obwohl die eigentlich ganz cool aussehen. Und was ich schade finde... Boogie! ist... dass man anscheinend bisher nur Charaktere sich selbst herstellen kann. Das heißt, man noch nicht andere Sachen, wie zum Beispiel neue Gegner oder neue Bosse oder sowas, wie es ja bei... Das können wir 5 Sekunden nicht angreifen, das ist ultra bad. So wie es bei Isaac der Fall ist. Das fände ich noch cool, wenn die das später nochmal einfügen könnten, aber ich glaube, das wird auf jeden Fall mit der Zeit nochmal kommen. Aber was ich gut finde, die erklären in ihrem Workshop selber, wie man ein Sprite selber macht und wie man halt seinen Charakter selbst erstellt. So richtig mit Anleitung und sowas, halt gleich von den Entwicklern. Mega gut. Das ist sehr vorbildlich, möchte ich sagen. So. Stellen dann auch gleich noch so einen... Ah! Mega böse, der Dude. Die stellen dann auch gleich noch so ein Programm bereit, wo man dann einfach nur seine Sprites reinladen muss. Und dann kann man die quasi spielen und wo man dann auch alles einstellen kann, von wegen... Wie stark einer ist, wie viele Münzen droppen, bla bla bla. Also richtig cool. Das ist ja auf jeden Fall sehr user-friendly oder mod-friendly. Auf jeden Fall in dem Gebiet. Von wegen neue Charaktere. Das finde ich sehr, sehr toll. Okay, den schaffen wir jetzt wohl, oder? Als ob der uns noch dreimal trifft, das glaube ich nicht. So schlecht bin ich dann doch nicht. Ausgeslidet habe ich ihn. Da hatte ich mit gerechnet. Da schon wieder. Geil, ey. Ich bin der beste Slider der Welt. Nenn mich Sly Sly Cooper. Das bin ich. Ich bin keine Ente, ich bin ein Pinguin. Nenn mich Aua. Nenn mich nie wieder Ente, du Blödkopf. Jetzt darf ich wieder nicht angreifen. Das ist mega, mega bad bei dem. Weil dann kann man die ganze Phase, wo man ihn eigentlich angreifen konnte, nicht nutzen. Oh Gott. Okay, ich sollte auch nicht so nah an ihn rangehen tatsächlich. Ey, wir haben ihn besiegt. Woo! Sehr schön. Okay, was haben wir hier? Ein Sparschwein. Plus eine Münze jedes Mal, wenn du das nächste Level betrittst. Sehr geil. Nessel, du kannst keine Herzen aufnehmen. Nicht so geil, will ich nicht.
Ist er denn gleich kommt? Was ist das denn hier? Oh, wir können einen Weg wählen, Leute. Rot oder gelb? Schon wieder der Propeller. Ich will den aber nicht. Weil der Propeller wird unsere Slide-Fähigkeit hier abändern. Du kannst keine Herzen aufnehmen. Das ist halt mega bad, Leute. Nee. Und wir gehen den gelben Pfad. Gelb klingt netter als rot. Und es gibt neue Bereiche. Schön. Mit neuen Gegnern. Neue Gegner machen wir ein bisschen Angst. Jetzt sind wir quasi in der Wüste hier. Okay. Oder, ja. So ein bisschen... Oh, okay, die... Hilfe. Die werfen einfach Granaten, die Viecher. Blablablablablablablab. Wir bräuchten vielleicht mal eine neue Waffe. Ich glaube, inzwischen ist unsere Waffe dann doch ein bisschen zu schwach, wenn ich das so sehe, wie oft wir die angreifen müssen. Aber dafür schießt sie halt so viel. Die schießt viermal oder dreimal und halt schnell hintereinander. Das ist eigentlich mega gut. Eins, zwei, drei. Ne, dreimal. Okay. Komische Viecher, die aus dem Boden kommen. Yo, was war das? Habt ihr das gesehen, Leute? Da kamen so Stacheln aus dem Boden. Ist ja ultra krass. Okay, wir brauchen auf jeden Fall eine neue Waffe. Diese Waffe ist viel zu schwach. Holy crap. Ich glaube, wir sollten uns erstmal um die Stachelviecher hier kümmern. Die nerven nämlich so ein bisschen. Ja, dann die Viecher, die aus dem Boden kommen. Okay, und jetzt kann uns gar nichts mehr was anhaben, Leute. In 3 Minuten gibt es Essen. Das heißt, ich kann diesen Part wahrscheinlich nicht zu Ende führen. Guck mal, hier gibt es auch so einen Schleim auf dem Boden, wo man ein bisschen langsamer wird. Auch ganz cool. Jetzt gehen wir auf jeden Fall über den gelben Pfad hier weiter. Wir haben sogar einen Schlüssel, das heißt, wir können auch da oben wieder rein. Ich fände noch cool, dass ob es irgendwie Geheimräume gäbe. Aber bisher haben wir halt nicht mal irgendwelche Bomben oder so gefunden. Und dann gäbe es zumindest noch eine Sache, auf die man achten könnte, während man spielt oder so. Weil bisher ist mir das wirklich ein bisschen zu stumpfsinnig vom Spielstil her, dass man einfach immer nur alles tötet und ausweicht und was weiß ich. Da fehlt mir noch der gewisse Clou, obwohl das mit den Artefakten natürlich auch ganz cool ist, dass man das quasi machen muss, um stärker zu werden. Aber irgendwie fehlt mir trotzdem noch was. So richtig vollends überzeugt von dem Spiel bin ich noch nicht. Au, oh Gott, oh Gott. Okay. Ach ja, keine 5 Sekunden nicht angreifen. Das ist mega bad. Dieses Artefakt müsste auf jeden Fall richtig schnell loswerden. Das nervt richtig. Hier sind komische Sniper unterwegs. Ich glaube, die haben in diesem Gebiet jetzt einfach diese Säure, die immer kommt, in den ersten Gebieten, jetzt durch diesen Matsch quasi ersetzt. Die Säure hat dann einen Schaden gemacht und hier ist der Matsch einfach nur dafür da, dass er einen langsamer macht. So, erhöht deine Laufgeschwindigkeit um 50%, mega gut. Wir haben richtig viel Geld, ich hätte richtig gerne mal einen Shop. Aber ich kriege einfach keinen Shop, bitte Spiel, gib mir doch einen Shop. Bin sehr gespannt, was es gleich zu essen gibt, Leute. Was denkt ihr, was kriege ich zu essen? Hilfe. Ich finde es richtig komisch, dass meine Mutter gar keine Skrupel mehr hat, dass sie einfach reinkommt, während ich aufnehme. Unfassbar. Au! Früher hat sie das nie gemacht. Hallo, darf ich bitte nochmal angreifen? Die Viecher sind auch richtig komisch. Meint ihr, die fressen einen auf, wenn sie einen treffen, dass sie gleich 3 Schaden machen, wenn man so dumm ist und unter denen stehen bleibt? Ich glaube, wir brauchen nochmal diese Flügel, die wir in den letzten Part hatten. Dass wir uns ab und zu mal so mega krass machen können. Als passive Attacke. Nee, als aktive passive Attacke. Ihr wisst schon, was ich meine. Leider keinen Schlüssel bekommen. Das heißt, wir müssen einfach weiter. Bitte mal einen Shop. Wie lange dauert das bitte, dass ein Shop kommt? Sind die so selten jetzt? Oder haben wir irgendwas eingesammelt? Dass der Shop in diese Ebene nicht mehr kommen kann oder so? Oh, guck mal doch. Hier gibt es auch noch Säure. Okay. Dann habe ich Bullshit erzählt, dass das irgendwie... ausgetauscht wurde. Ja, never mind, Leute. Au, hey! Das tut doch weh! Und ich kann nichts machen! Hallo! Au, lass das! Oh, shit! Ich kann in 5 Sekunden nichts machen, das ist voll unfair von dir! 5 Sekunden sind super lang! Na toll, jetzt habe ich nur noch 2 Leben. Was soll denn das? Das ist doch nicht so nett! Es kommt einfach kein Shop, Leute! Ohne Shop bin ich richtig am Arsch! Oh Gott, ich glaube, der nächste Hit macht auf jeden Fall, dass wir sterben. Ah! Aber ein Glück gibt es hier wenigstens keine Geister mehr. Die waren wirklich Ultra-Jumpscare. Keine Ahnung. Wie viele Leben die alle haben! Oder ich bin halt einfach mega schwach. Was ist das? Guck mal, da ist so eine Muschel. Ist die böse?
Geht die auf? Weiß es nicht. So, für den müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Wenn der uns einmal trifft, sind wir tot. Shop, bitte einen Shop, bitte einen Shop. Ich habe so viel Geld. Toll, da kommt gleich ein Boss. Mit 2 Leben kriege ich doch den 3. Boss nicht hin. Au, oh Gott, okay. Zum Glück haben wir nur 1 Leben verloren. Welp. Trockenseengebiet entsperrt. Für einen Modus, den ich sowieso nicht spiele. Charakter Möwe. Okay, wir haben eine Möwe entsperrt. 18 Minuten. Wir hatten so viel Geld, aber haben einfach keinen Job bekommen. Ein Schlammzett hat uns getötet. Hä, ich dachte, diese Stacheln von unten haben uns gekillt. Na gut, wir waren im Trockenseen. Ich glaube, die haben wir letztes Mal freigeschalten, oder? Achso, aber auch nur bei Turnier oder so. Die können wir uns auch nochmal angucken. Vielleicht sind die ganz cool, diese Turnierregeln. Ich weiß, aber ich glaube, die kann man nicht alleine spielen, oder? Weiß ich nicht. Gucke ich mir mal an. Aber ja, dann war es das mit der zweiten Folge hier. Weiß immer noch nicht, was ich von den 4 halten soll, aber ich habe zumindest jetzt das mit den Artefakten verstanden. Das schon mal danke. Ja, gut, dann war es das mit dieser Folge. Hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.